willkommen hier auf Nickfried auf meinem Kanal mal wieder. Und wie ihr vielleicht schon im Titel und dem Thumbnail sehen konntet, heute mal mit einem kleinen Let's Play. Warum das? Zum einen, weil ich einfach mal Bock drauf habe. Zum anderen, weil ich, wo ihr dieses Video seht, schon wieder auf Tour bin. Das Video, wo ich jetzt gerade bin, das gibt es dann nächste Woche. Und ja, so konnte ich einfach mal vorproduzieren. Und der dritte Grund ist einfach, dass der liebe Vincent, schönen Gruß an dich an dieser Stelle, hallo, zu mir gesagt hat, dass ich in meinen Videos immer so trocken bin und humorlos. Bitte, Vincent, das können wir ändern. Ich kann auch anders. Und ja, würde ich sagen, wir beginnen jetzt einfach erstmal mit dem Video nach einem kleinen Schnitt. Bis dann. Ja, wie angekündigt, da sind wir nun. Wir haben hier die Auswahl zwischen Arcade, Quick, More Games, View Scores. Wir gehen aber auf Quick. Wir spielen heute die ultimativsten, die besten Basketball-Games aller Zeiten. Hier können wir die Auswahl treffen, dass unser Charakter schwarz ist. Das ist scheinbar schon ganz klar. Ist ein bisschen ein rassistisches Spiel, aber so ist es nun mal. Wir können sich ändern, können wir hier die Frisur auswählen. Wir nehmen diesen Breaking Bad-Charakter hier. Dann haben wir die Auswahl, ist doch scheißegal. Oh, achso, die sind alle hier verschlossen. So, nehmen wir das. Difficulty easy, natürlich. Hard, nein, easy. Also, und dann geht's hier unten los. Wunderbar. Ich habe das noch kein einziges Mal gespielt. Ich weiß nicht, wie es geht, was die Steuerungen sind. WASD scheint wichtig zu sein. Und die Leertaste. Na, herzlichen. Also, das Spiel sieht schon mal sehr geil aus. Als hätte ich das... Was ist das denn bitte? Was ist das? Der liegt da auf dem Boden. Schade, die geile Musik ist irgendwie weg während des Spiels. Muss ich wohl Musik hier drunter legen. Also wenn ihr hier Musik hört, die ist nicht vom Spiel, die habe ich mir ausgedacht. Und jetzt, ich stehe frei vom Korb und... War das jetzt... Ich weiß nicht jetzt ganz, ob das ein Treffer war. Der Ball liegt da einfach auch. Cool. Achso, jetzt kann ich... Unten links sieht man scheinbar, wie viel Energie ich noch habe. Die scheint momentan nicht mehr so ganz cool zu sein. Also mit Rennen ist es auf jeden Fall nichts mehr, wie man sieht. Das ist ultimativ hier, das ist... Schade, dass es das noch nicht für die Konsole gibt. Das würde ich mir sofort kaufen für 70, 80 Euro. Ja gut, aber vom Spielgefühl ist es letztendlich, als hätte das EA programmiert. Das gibt es hier nicht so viel. Das ist irrealistisch. Grafik ist scheiße. Also sage ich ja, typisches... Nein. eine Minute, was soll ich denn noch 1 Minute 50 machen hier? Und jetzt, ich dachte schon wieder, das ist doch... Also, Home 19, ich weiß es nicht, bin ich jetzt Home oder bin ich Wizarder? Nee, bin ich wahrscheinlich. Wizarder, schauen wir. Ja, aber wieso habe ich denn viele Punkte bekommen? War der drin? Der war doch nicht drin. Friends of the Sun. Was ist das denn? Ich kann mich doch nicht mehr wehren. Ja. Da muss man das hier mit schlagen. Auf den Kopf. Ich kann mich noch nicht mal gerade vom Korb stellen. Was ist denn das? Ah. Walk in the club like what's up? What's up? What's up? I said a head to the hole, did a hole to the head. Club like what's up? What's up? What's up? I said a head to the hole, did a hole to the head. Chaka. Ich hab ihn. Und. Der war aber drin, der war aber... Es gibt ja auch nicht so wirklich so einen... ja, so einen Einwurf wieder von der Grundlinie oder was. Es geht einfach gleich weiter nach einem Treffer. Ja, ich würde sagen... Der Spielausgang ist klar. Wir gehen einfach mal zum nächsten Spiel. Ultimatives Spiel auf jeden Fall. Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr es euch runterladen wollt, wenn ihr... das downloaden wollt, wenn ihr einfach den Entwickler unterstützen wollt für diese tolle Arbeit, wo er sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, dann schaut es euch an. Bis zum nächsten Spiel. So, und da sind wir beim zweiten Spiel, Head Basketball oder so ähnlich heißt das. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal so eine komische Anleitung. Move with the arrow keys, jump with up arrow and kick with the spacebar. Das klingt immer schon mal sehr einfach. Da haben wir wenigstens immerhin eine Erklärung. Das fehlt ja beim anderen Spiel komplett. Also, nicht verrutschen hier. New game.
Also hier können wir auch einen Player auswählen. Gibt es da auch mal einen weißen? Nein, auch nur... Oh, den nehmen wir hier. Also Space to Start. Ja. Also. Okay. 3, 2, 1. Ah, das ist lustig. Das sieht ein bisschen weird aus. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, es sieht wahrscheinlich noch verrückter aus als das erste Spiel, aber das macht eigentlich echt. Es funktioniert auf jeden Fall. Und man weiß, was man tun muss. Das ist schon mal ein ganz, ganz klarer Pluspunkt hier. Oh, dann trifft er hier nur den Ring vom Korb. Und auch nur diese Ereignisse. Oh, jetzt hat er einen gebrochenen Arm. Und die ersten 3 Punkte für ihn. Für den Gegner. Ich glaube, das ist ein Computerspieler, nehme ich an. Ja, wird keine reelle Person da sein. 3 Punkte für mich. Wunderbar, sehr schön. Bom, bom, bom. So geht das weiter hier. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Noch 20 Sekunden. Ja. Mit Pressing hier nach vorne. Oha. Ach du Heilige. Dann, naja. Wollte schon sagen, dann semmelt er den hier rein. Aber dann macht er ein Eigentor. Er macht das Eigentor. Na, Freunde, wer hätte das denn angehört? Und das waren nur 2er. Oh ne. Ich lasse mir das gleiche. Ich denke immer, je schwärzer, desto. Na, das sind böse Vorurteile, aber. Ich dachte, die können Basketball spielen. Eine Sekunde noch und das Spiel ist aus. Müssen wir wohl gleich zum nächsten Spiel gehen, weil das Spiel ist auf jeden Fall hiermit beendet. Ja, so, dann sind wir nun wieder, nachdem das letzte Spiel eigentlich echt Spaß gemacht hat, aber ein bisschen kurz war, weil wir ja gleich ausgeschieden sind, würde ich auch gerne nochmal spielen, aber so ist das hier nun mal, sind wir hier wieder bei einem Spiel, was eigentlich von der Aufmachung noch wesentlich, wesentlich besser aussieht. Der Ball hüpft realistisch, hier ist eine echte Basketballspielerin, das sieht also echt super aus und Ultimate Hoop, Mega Hoops, Granny Style 2 heißt dieses gute Spiel. Und wenn wir jetzt hier auf Start gehen, das scheint mit der Maus zu bedienen. Ah so, und wir müssen... der Maus... Hier verrutscht das Bild die ganze Zeit. Entschuldigung dafür. Der Mauszeiger... Mit dem Mauszeiger können wir werfen. Also, das war nichts, aber wir können sie hier weglocken. Und da haben wir den ersten Punkt. Jetzt fängt sich an zu bewegen. Unten rechts können wir unsere Gesundheit quasi sehen. Oops, I did it again. Die ist auf jeden Fall cool. So eine Oma hätte ich gern. Mit Ohrring und so einer coolen Brille und der Frisur und dem Outfit. Nicht zu vergessen mit diesen coolen Schuhen. Ich glaube, auch das Spiel. Oops, I did it again. Ja. Also, es hakt auch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Level 5 sind wir schon. Ich habe doch noch nicht mal den anderen Level. Heilige. Holy moly. Oh, Glücksfall. Holy moly. Holy moly. Also immer nur von einer Position, das scheint nicht zu funktionieren. I'm not getting any younger. Ja, nerv doch nicht, Omi. Dein Monster-Krabschander, was man damit alles anfangen kann. Na, ist auch egal. Oh, das war hier sauber ausgekontert und da war das. Oops, I did it again. Und Treffer! Ja, haben wir verstanden. Aber nützt. Oh Gott, was ist das hier? Wer programmiert denn sowas bitte? Da faulen mir ja gleich schon die Augen aus hier. Das ist ja. Am besten ist die Graffiti, das habe ich auch gerade gesehen da hinten an der Wand. Das ist
Oh mein Gott, da tun die. Oh, jetzt fängt sie auch noch an zu piepen. Oh ne, jetzt bin ich aus Versehen. Da, auf der Seite gelandet. Naja, auf jeden Fall, das Spiel war auch zum Vergessen. Gucken wir uns einfach das nächste Spiel an. Oh, und da sind wir schon beim letzten Spiel. Coole Musik wieder. Das Spiel kommt ohne jegliche Erklärung wieder aus, wie ein paar davor auch schon. Vielleicht kommt ja auch noch was. Play Trials Blitzstreamer natürlich. Also Hold Mouse, Aim and Release to Shoot. Also da dürfen wir nicht, da dürfen wir. Oh Gott. Hold Mouse, Aim. Ah, so, ah. Halten, ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also. Oh, das klappt doch schon mal ganz gut hier. Leider nicht. Das ist eigentlich auch. Das sind so witzige Spiele, die kann man auch mal spielen, wenn man gerade absolut nichts zu tun hat. Wenn das Leben sonst total langweilig ist, da kann man auch mal solche Spiele spielen mit viel Freude. So wie bei mir, also quasi. Also das war's jetzt schon. Play again. Das machen wir doch gerade nochmal. Das kannst du nicht so. Das kannst du nicht gewesen sein hier. Auch hier wieder besonders hervorzuheben, die tolle Grafik. Das ist überhaupt gar nicht hart. Das ist super. Ja, auch hiervon wieder der Link unten in der Videobeschreibung, falls irgendjemand von euch so Langeweile hat, dass er da sagt, das will ich unbedingt will ich das nachspielen. Der soll das auch bitte tun. Ansonsten, ja, kann ich dazu auch nicht mehr so viel sagen. Es ist, wie es ist. Ja, das war's auch schon. Dann würde ich sagen, beenden wir das Video auch erstmal. Ich hoffe, diese erste kleine Let's Play-Runde hat euch ein bisschen wenigstens gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schaut auch meine anderen Videos an. Guckt da mal vorbei. Würde mich riesig freuen, wenn ihr auch ein Abo dalassen würdet. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ach was, macht's besser. In diesem Sinne, tschüss, ciao. Oh,